Moinsen, ihr Leichtmatrosen! Es ist wieder Mittwoch, 15 Uhr und das heißt, es gibt ein neues Video. Nee? Doch? Oh mein Gott, nicht schon wieder. Aber sicher doch! Ich hab mir was gekauft. Oh geil, Klebeband, damit du endlich den Mund hältst. Nee, was Besseres. Und zwar, das schöne Ding hier, das ist eine Bubblegun-Pistole für die ganz Harten, also für mich. Und ich pack die jetzt mal aus, das ist das erste Mal, dass ich das Ding hier auspacke. Sonst wäre die Verpackung ja schon ab. Das hat auch noch Licht und macht Geräusche, aber hier sind keine Batterien drin, sehe ich gerade. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe da Batterien reingemacht. Ich habe noch nicht gedrückt, weil ich wollte dann abdrücken, wenn diese Seitenblasen drin sind. Ich will hoffen, dass das funktioniert und ich will hoffen, dass die Batterien funktionieren. Stardust, nicht gegen das Stativ. Komm mal hier. So, da findest du auch toll, du. So, nun geht's los. Ich drück ab. Ah, ich hab so Angst. Oh, es kommt was. Wenn ihr auch so ein Ding haben wollt, dann geht in irgendeinen Spielzeugladen, da haben die sowas bestimmt. Das macht echt richtig Spaß. Und was ich eigentlich damit sagen wollte ist, bleibt immer Kind im Kopf, egal wie alt ihr seid. Und lasst euch von keinem irgendwie was anderes sagen. Werd mal erwachsen. Ey Leute, das Leben ist hart genug und deshalb bleibt Kind im Kopf. Das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ja gut, mein Boden ist auch nass. Eigentlich sollte man das halt auch draußen benutzen, ist ja irgendwie klar, ne? Und, ach ja, man kann das auch, habe ich das gerade schon mal gesagt, man kann das halt auch im Dunkeln benutzen, weil es ja so schön leuchtet. Oh, das leuchtet ja im Dunkeln. Und, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr gerne auch das tun, da unten glaube ich irgendwo. Hier kommt ihr jetzt zu meinem letzten Video und da zu meinem vorletzten Video. Ich weiß gerade nicht, welche Videos das waren. Auf jeden Fall irgendein plattdeutsches Video und eins auf Deutsch natürlich. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt für das FAQ, dann könnt ihr mir die noch bis Samstag. Ne, sagen wir Freitag. Freitag stellen, dann drehe ich das Samstag, das Video für Mittwoch, also nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden und jetzt tschüss!